Guten Morgen, Jungs. Einer liegt hier vorne, den anderen kann ich jetzt nicht sehen. Hallo. Guten Morgen. Ganz sanft werden die Bärenbrüder Fred und Frode geweckt. Nur langsam verabschieden sie sich aus dem Reich der Träume. Der Bärenschlaf ist bekanntlich stark, wenn es auch draußen bereits Frühling ist. Das Morgenritual hat die Tierpflegerin Liane Kasch vom Natur- und Umweltpark Güstrow, kurz NUP, selbst entworfen. Hauptsache, kein Stress. Auf dem faulen Pelz liegen Fred und Frode auch sonst immer gerne. Jetzt passt auch die Jahreszeit bestens dazu. Die erste Zeit ist es natürlich noch so, sie schlafen auch noch sehr viel am Tag. Sie gehen wieder rein ins Haus, legen sich da in ihr Bett, in ihr Strohbett und dösen auch viel am Tag. Aber die Zeit kommt, da werden sie auch aktiver. Ich denke mal so in 2-3 Wochen kann man sie doch. Jetzt kann man das aber auch schon beobachten, dass sie doch am Tag ein bisschen mehr umherrangeln, toben. Im Unterschied zu ihren beiden Schützlingen hat Liane Kasch alle Hände voll zu tun. Sie bereitet nämlich ein echtes Bärenfrühstück zu. Dieses aber sieht gerade so aus, als würden Fred und Frode eine super strenge Diät halten. Nein, um eine Wespentaille geht es den durchaus korpulenten Zeitgenossen nicht. Nach der Winterruhe haben sie noch keinen Appetit. Was das Menü angeht, liegen aber die Bären voll im Trend und sind echte Vegetarier. Zu 98% sind sie das auch, weil sie eben in freier Wildbahn selten auf Jagd gehen. Sie fressen kaum Fleisch, die Hauptnahrung ist wirklich, sind Gras, Kräuter, Wurzel, Früchte und eben alles, was auf pflanzlicher Basis ist. Sie nehmen zwar auch Fleisch auf, was vielleicht Wölfe, wo Bären und Wölfe noch gemeinsam vorkommen, wenn jetzt die Wölfe Beute erlegt haben und die Reste liegen lassen und der Bär kommt drauf zu oder riecht das, der kann ja auch sehr gut riechen, dann frisst er das natürlich auf. Jetzt werden Fred und Frode zu Tisch gebeten. Es geht ganz gemütlich zu. Ihre sprichwörtliche Bärenkraft beziehen die sanften Riesen auch in freier Natur vorwiegend aus Kohlenhydraten. Daraus wird auch eine beachtliche Fettreserve für den Winterschlaf aufgebaut. Denn in den kalten Monaten leben die Bären tatsächlich von der Hand in den Mund und nehmen auch keine Flüssigkeit zu sich. Ihre sonstigen Nahrungsgewohnheiten sind dem menschlichen sehr ähnlich. Bei uns heißt es aber oft Esssünden. Sie mögen gerne Süßes, das ist stimmt. Sie plündern ja auch gerne mal so Bienenstöcke, um eben an den Honig ranzukommen. Und deshalb gibt es natürlich bei uns hier auch im Park mal ein Leckerli. Nachmittags zur Bärenfütterung, die ist ja um 14.30 Uhr. Und dann kriegen die beiden Jungs auch immer ein bisschen Süßkram, das ist klar, ja. Die Bärenbrüder vom Natur- und Umweltpark Güstrow kommen ursprünglich aus Schweden. Der Braunbär fühlt sich sonst auch in ganz Europa noch relativ wohl. Rund 50.000 Tiere bewohnen zurzeit die Wälder von Spanien bis nach Rumänien und Russland. Unsere nächsten bärischen Nachbarn leben in den österreichischen Alpen. Es sind Schätzungen zufolge bis zu 600 Exemplare. Im deutschen Walde sind sie nicht unbedingt willkommen. Ganz anders die Wölfe. In Mecklenburg-Vorpommern fühlen sie sich zu Hause und hier im NUP teilen sie mit den Bären das gemeinsame Gehege. Von einer richtigen Freundschaft ist zwar nicht die Rede, doch einen gemeinsamen Nenner finden die Tiere trotzdem. Es ist so, Bären sind neugierig und Wölfe auch. Aber sie haben ja einen großzügigen Bereich hier, wo sie ausweichen können. Also die Anlage, die ist ja hier circa 3 Hektar groß und die Wölfe haben extra noch einen Rückzugsbereich, wo sie sich, falls es doch mal zu schlimm wird, aber es ist nicht vorgekommen, dass sie sich zu nahe gekommen sind. Die Wölfe, die wissen das, wie weit Distanz sie haben können zu den Bären und drehen dann um und nehmen Reißaus sozusagen, ja. In wenigen Wochen werden bei Fred und Frode die letzten Spuren vom Winterschlaf endgültig weg sein. Dann werden sie richtig aktiv. Es wird getobt und gespielt mit einzigartiger Bärengrazie. Am besten können die Gäste Fred und Frode täglich zur Fütterungszeit um 14.30 Uhr beobachten. Doch auch vormittags und selbst abends bietet der Natur- und Umweltpark in Güstrow ein aufregendes Tiererlebnis. Wenn auch die Bären dem einen oder anderen Parkbewohner manchmal die Show stehlen.